Die letzte Stage. 7. Und Aufnahmeversuch 7. Tut mir leid. Ich weiß ganz genau, was ich hier machen muss. Ich habe es wesentlich schwieriger in Erinnerung. Schwieriger in Erinnerung, aber ich habe den kompletten Durchblick, was ich machen muss. Aber Aufnahmeprobleme, ich bin gestört und genervt worden. Und schon muss man das Ganze wieder von vorne anfangen oder zwischendurch abbrechen. Tut mir leid. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der das Wochenende hasst. Ja, ich brauche dazu nicht mehr großartig was sagen, weil ich habe das schon eine ganze Menge gesehen. Das ist eigentlich total billig, dieses Level hier dauert auch nicht lange. Es gibt nur eine miese Sache da dran, kann man aber auch umgehen. Ansonsten ist das alles nicht schwer hier. Ich habe mit deutlich mehr gerechnet. Ist auch relativ kurz. Daher. Aber umso besser, wenn ich es jetzt vielleicht schaffen sollte. Denn dann muss man sich da auch nicht ewig mit Versuchen rumschlagen. Oder so. Sondern sieht sofort, wie ich da durchkomme und dann passt das doch viel eher. Ist doch viel, viel angenehmer zum Anschauen. Irgendwo war ich im Leben. Nicht da, weiter oben. Ach ey, ich nehme euch alles schon mal ernst hier, ehrlich. Keine Ahnung. Hier, wenn ich hier weitergehe, dann kommt nochmal der Schlangenkopf. Ich kann Roastbeef einsammeln. Dieses Pferd. Ja, wenn es sich freut. Ja, das, dieser Typ hier oben ist das absolut einzige Problem an dieser Stage. Sonst rein gar nicht. Auch, dass hier Medusa-Heads kommen, die ich überhaupt nicht leiden kann. Aber der da ist das einzige Problem hier an der ganzen Stage. Nur der da. Nur der da. Ach, weißt du was, ey, ehrlich. Freu dich doch. Nämlich genau deswegen, falls man es schafft, voll zu werden, kommt er an und... Ist egal. Theoretisch kann ich Dracula ohne Damage schaffen. Ah, dieser Sprung hier ist aber auch nicht ohne. Das habe ich auch rausgefunden. Man kann es nicht austricksen. Ach so, aha. Ja, ja, ist schon richtig. Ja, tut mir leid, mein Pegel ist langsam erreicht, meine Geduld. Ich will dieses Spiel einfach nur noch schaffen. Ich hab Bock. Das habe ich auch schon Millionen Mal erzählt. Ich hab Bock, Mega Man und Buff aufzunehmen. Das habe ich angefangen. Hab noch nicht viel gemacht davon, nur die Intro-Stage. Einen Boss. Und eine andere Stage nur angefangen. So. Das ist alles. Kann ich nicht hier runterspringen? Ich brauche auch gar nicht viele Herzen eigentlich gegen Dracula. Seine erste Form kann ich ohne Damage auf jeden Fall schaffen. Ich habe es rausgefunden, wie man das macht. Dauert zwar eine ganze Weile. Das einzige Nervige an der Sache. Aber ansonsten... Privat denke ich, würde ich auf die miese Art machen. Das ist die miese Art. Nicht miese Art, ich meine auf die geduldigere Art, wo man echt viel Zeit investieren muss. Was ist das denn für die Kollisionsabfrage im Spiel? Das ist toll. Das ist so toll. Es gibt da nämlich so einen Punkt, auf dem kann man einfach stehen bleiben. Das ist eigentlich der beste Punkt, um ihn fertig zu machen da. Genau, das ist nämlich das Problem mit diesem blöden Typen da unten. Oh,
Mann, treff ihn doch, ey. Nun Stück, ey. Jawoll, jawoll. So hoch da denn kommen die Medusa-Heads nicht mehr. So, jetzt kommt es auf zu spawnen. Direkt durch. Direkt durch. Ne, ich glaube, das schafft man nicht, wenn man da so direkt drüber springt. Oh, ich habe ein Herz gekriegt. Jawoll, endlich hat es mal wieder funktioniert. Gut. So, das war's schon. Dracula kommt. Ja, und er macht Folgendes sehr gerne, andauernd. Er lacht. Ich habe nicht rausgefunden, worüber. Irgendwas scheint ihn zu amüsieren. Da ist ein Roastbeef. Wenn ich Pech habe, habe ich es gerade freigemacht. Nein. Ja, also er hat mir auch nicht erzählen wollen, worüber er lacht. Ich hätte gerne mitgelacht. Ist mir nicht vergönnt. Also hier ist diese besagte Stelle. Ich glaube, jetzt habe ich das wohl freigelegt. Mist. Wie man das verhindert, keine Ahnung. Irgendwie eine bestimmte Höhe darf man nur haben. Zum Kreuz hoch. So ist es perfekt. So bitte die ganze Zeit. So kann man ihm am meisten Schaden machen. Weil ein einzelner Hit, der bringt bei dem gar nichts. Da lacht er sich nämlich ein drüber. Ich habe auch rausgefunden, es ist absolut gut, sich zu duken, wenn man getroffen wird. Zum Beispiel hier. Ja, dann ist es nicht das Runterfallrisiko. Das ist leider so eine Sache, die man mal in Kauf nehmen muss. Weil der Versuch, diesen Kugeln so auszuweichen, ist schwer. Sehr, sehr schwer. Ich glaube auch nur, wenn er auf so einer untersten Stufe spawnt. Oh Mann. Komm, hier links, rechts, da musst du hin. Ich habe keinen Nerv mehr langsam, ey. Ich lass hier durchschaffen. Ich hätte lieber Chronicles Let's Playen sollen, aber da gab es Probleme mit dem Aufnehmen irgendwie. Ja, mein Laptop ist einfach mal übel alt. Und da funktioniert das halt nicht mehr so schön wie früher. Hardware wird halt auch mal alt. Bei Chronicles, das kenne ich ja nur auswendig. Das ist nicht unfair. Das ist genau richtig. Da wäre ich schon. Ich wäre jetzt schon. Keine Ahnung, wie oft durch. Auf jeden Fall. Etliche Male öfter als das hier. Aber egal. Es ist trotzdem toll, wie gesagt, nur zum Let's Playen ist das echt nicht wirklich geeignet. Weil ich habe jetzt bis auf Stage 6 eben jetzt diese hier, die letzte, mehrere Anläufe gebraucht. Quatsch, andersrum. Ich habe nur. Das ist komplett durcheinander. Nochmal Faden verloren, weil ich mich auch irgendwie konzentrieren muss hier. Oh! Keine Ahnung. Alle anderen Stages gingen, aber 6 und 7, die haben halt Probleme gemacht, leider. Ich habe gerade zu wenig Leben. Ich schaff das nicht. Weil seine Teufelsgestalt ist schwierig. Nee. Alter! Junge! Mach doch mal! Na endlich! Ich habe auch keine Heilungsmöglichkeiten. Das Huhn war das Einzige. Sein Feuer zu vernichten bringt rein gar nichts. Die da kann man nicht zerstören.
Oh, sein Kopf fällt leider nicht ab. Oh Gott, ey, wie soll ich den jetzt bitte schaffen? Das ist unmöglich, es geht nicht. Ich muss mal aufs Klo, sorry. So, weiter geht's. Ja, irgendwie. Ich trinke voll gerne Eis, aber das schlägt ganz schön auf die Blase. Ich habe jetzt mal Wasser genommen. Die gute Saskia, die Treue. ja, da der Kampf lange hat im Bild, kann ich auch mal rauchen nebenbei. Warum nicht? Das ist spannend. Warum geht mein Controller jetzt denn nicht? Moment. Ja, nochmal. Ich kann nicht mehr laufen. Was ist jetzt? Mein Controller hat sich gerade nicht verabschiedet oder was? Dracula wirkt auf mich. Er weiß, ich mach ihn fertig, ey. Kann grad nichts mehr machen, ey. Toll! So, jetzt. Hier wird das Lachen noch vergehen, ey. So wie mir. Seit der 6. Stage. Ich will dich fertig machen, ey. Ich hab hier irgendwie noch nicht so richtig vollständige Formel für alles. Sehr beeindruckend. Hähnchen, geht's gut? Hähnchen, geht's nicht mehr gut. Genau da. Er hat schon gut was verloren. Ja, ja, lach mal, lach mal. Solange du das immer noch kannst. Ich glaube, ich habe jetzt die Strategie für das gefunden. Schneller geht's voran. Naja, ja, ich hab dich im Griff, mein Freund. Bis auf diesen einen Angriff da. Boah, was? Warum der dritte nicht mehr gezählt? Egal, da kommt's hin. Oh oh. Nein, 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 ich sollte nicht schlagen. Vergiss es! Hä? Toll! Tolle Endanimation! Unglaublich, ey. Ich hab's geschafft, ey. Thank you.
meine, so hinterher betrachtet. Das ist wahrscheinlich einfach das ewig nicht mehr gespielt und wenn man hinterher alles genau erkennt, dann geht das. Stage 6 war das so einzige, was wirklich schwer war. Doch dieser Werwolf, der war auch schwer. Aber jetzt die letzte Stage. King. Wenn ich nicht andauernd gestört worden wäre oder meine Aufnahme Probleme gemacht hätte. Oder mein Controller auf einmal nicht mehr ging. Ja. Groß und Ganze, es ist ein cooles Spiel. Es ist zwar sau schwer, es ist eine ordentliche Herausforderung. Aber wenn man weiß wie, dann geht's schon. Ich meine, ne? Oh Mann, was ein hässliches Bild, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll. Was ist eigentlich mit Maria oder so? Ich dachte, die sieht man hier irgendwo, aber... von Konami. Ja, das, was wirklich nervig ist bei Castlevania, sind diese ganzen Flugviecher da, diese Medusa-Heads und diese Lanzenritter da. Ansonsten geht's gut, ich hab's geschafft, endlich. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall Mega Man und Bass vornehmen, da habe ich Bock drauf. Es wird zwar auch sehr schwierig, aber... Aber das hier ist fertig, abgeschlossen.